Dafür gibt es keine Erfahrung? Beziehungsweise kein Erfolg? Muss ich mir aber später nochmal angucken. Na ja, gut. Schalten wir mal wieder um auf das. Ne, und... Ne, das wollte ich jetzt nicht. Läuft die Aufnahme? Ja. Fast auf die Taste gekommen. Zurück, genau. Ja, dann hören wir mal rein hier. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ja. Es ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Kannst du das jetzt mal bitte für dumm erklären? Ja, was ist? Na gut, erstmal das Voxophon reinhören. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Kommt man da hoch? Muss ich nochmal gegen die blöde olle Kuh kämpfen? Ja, ich muss gegen die olle Kuh kämpfen. Hier, bitte! Danke. Oh, Hannah, jetzt will ich erstmal den. Jetzt. Nein, 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 nein. Ja, noch zwei, noch ein. Dann haben wir die Waffen fertig. Ja, gleich. Ja, hattest du nicht gerade Medizin? Jetzt komm du. Komischer Held hier. Ja, wir haben es fertig. So, jetzt ist mir auch scheißegal. Wieso kriege ich das nicht? Ja, danke, danke, danke. Ich brauche aber Leben. Jetzt macht die da oben welche. Na, warte. Die kriege ich, die kriege ich, die kriege ich. Müsste jetzt gerade runterlaufen. Wo ist er denn? Okay. So kann man es natürlich auch machen. Upp, die verschwinden. Nochmal gegen die blöde Kuh zu kämpfen, ist blöd. Aber wenigstens haben wir unsere Waffen fertig. So,
auf was konzentriere ich mich jetzt? Auf die Kräfte oder? So. Ich habe genügend mit der Kräftefalle besiegt, aber ob ich dadurch die Erfahrung, also die Erfolge gefüllt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nehme ich wieder eine Schrot. Die ist wichtig. So. Hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch einen. So, jetzt müssen wir wieder raus. Ja, dann haben wir gleich die Chiffre noch gefunden. Mehr gibt's ja hier nicht. Na ja, gut. Push the button und verlassen. Ja gut. Foyer von Bank des Propheten. Achso. Die Bank des Propheten ragte wie ein goldenes Kalb über die Stadt, über der Stadt. Das hatten wir doch letztes Mal schon, wenn ich mich nicht erinnere. Naja gut. Ach ja. Gut. Da geht's weiter. Wartet mal kurz. Kleinigkeit. So. So, gut, weiter geht's. Ja, jetzt kannst du rennen. Gut, keine Leichen. Läuft wieder da lang? Wohin? Wohl, keine Ahnung. Dahin? Salze, nehme ich gerne mit. Oh, stimmt ja, das ist ja wieder alles voll, nicht? Ach, dann können wir ja wieder zwischendurch mal kurz so auslooten alles. Okay, da haben wir... Oder wir haben die Erde vergessen da. Ich gucke mal kurz hier drinne. Geronimo! Der Tresor ist offen. Anscheinend wird hier nichts aufgefüllt. Na gut, dann haben wir die wahrscheinlich übersehen. Ja, so kann man natürlich auch. So, und jetzt noch ein Versuch. Super. Geht doch. So, und jetzt so renne. Ja, ist ja gut. Ja, war wahrscheinlich was Vergessenes. Bin ich... Kommen ja die Geisterfüßchen nicht mehr. Ach doch, hier. Ja, da lang. Jetzt ladet es natürlich. Lade. Eigentlich müssten wir andersrum. Tja, geht doch. Gut. Ah, Mist. Bin halt schnell. Ich will mal schnell die Salze da holen. So, wo jetzt hin? Ach, die haben wir schon ausge... Oh nein! Ich hoffe, jetzt kommen keine Gegner. So ist das, wenn man ursoffen ist. Und dann schießen... Das war's? Das soll ein Scherz sein. Oh, ich habe gar keine Gesundheit mehr. Ist ja Äpfel, die ich schnell essen kann. Oh, na, immer wenn das Schild weg ist, dann bin ich weg. Ach, meine Fallen sind immer noch da. Ups, da haben wir ja wirklich gerade ein Riesenproblem. Ich gehe kurz hier oben lang. Hier oben waren wir wahrscheinlich noch nicht.
Ah, hier ist nur ein Dreck. Gut. Hier ist nur heiße Luft. Wie soll ich hier jetzt so schnell Nahrung bekommen? Wir sind doch nicht im Kampf, dass uns Elizabeth helfen kann. Na gut, Dollarbill, musst du mal kurz helfen. Auf Dutje. Einmal. Zweimal. Super, danke. So. Gut, da. So, und Ema ging da lang, das weiß ich. Na, los, komm. Ist blöde, wenn man dann rückwärts laufen muss und dann geht das alles nicht. Und wo sind die Füßchen? Irgendwo muss... Die geht hier geradeaus, also nicht... Die haben wahrscheinlich durchsucht. So. So, jetzt ladet das wieder. Waren die Risse vorhin schon da? Na warte, dich kriege ich. Ja, seid sehr her damit. Danke. Ich glaube, ich habe das da irgendwann verstanden mit den Kräftekombinationen. Wo ist er? Ich versuche Nachschub zu liefern. Wo ist er? Jetzt komm her hier. Warst du noch? So, das musste jetzt mal sein. So, noch irgendeiner ohne Absender hier. Also die Soghilfe, muss ich ehrlich sagen, die ist irgendwie geil. Die fetzt irgendwie. Hm. Dann muss ich hier wieder zurück wahrscheinlich. Aber erstmal gucken wir hier. Wir haben hier genügend Kohle, also können wir auch wieder was einkaufen. Schockkette Hilfe kaufen. Super. Das dann noch. Super. So, jetzt haben wir bloß noch 221. Kann man nicht bei dir noch was kaufen? Ja, du, danke. Wird aber nicht reichen. Gut. Wir können den Schadensboost von der Piste holen. Schadensboost 2 von der Piste. Nee, da behalte ich lieber das Geld auf. Ja, der Bronco. Ah, hier hin. So. Das dürfte schnell gehen. Na, will ich hoffen. Wie geht's sowieso immer schnell?
Außer wenn du quatscht. Bitteschön. Gut. Und da ist er schon, der Riss.